Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Hannover Defenders. Recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich habe ein Replay dabei, mal wieder unseren Boderwaschel, den Bayern, lieben Gruß. Der ist unterwegs auf der Karte Overlord im Standardgefecht. Wie ihr seht, 5 Tier 9 und der Rest aufgefüllt mit Tier 8ern. Und somit ist er mit seinem T69 hier, naja, eher mager. Den ich persönlich kam mit dem T69 nicht so gut zurecht. Hatte das Gefühl, da konnte überhaupt nichts irgendwie penetrieren. Aber gut. Was haben wir denn hier? Mal kurz Pause machen. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Da. Auf der normalen Munition 90 mm, Schaden 240, Durchschlag 181. Die Premium-Munition Schaden 240, Durchschlag 250. Und mit der HE Schaden 320, allerdings nur ein Durchschlag von 45. Dann hat er noch ein großes Reparaturkit dabei, ein großes Medizinkästchen, Medizintasche und ein großen automatischen Feuerlöscher. Ja, Overlord, ich schreibe es immer, Leute, die Beach Boys verlieren, habe ich schon zu oft gesagt, ne? Also wenn man hier über die Kante muss, dann reicht das. Also es fährt auch keiner aus dem Team unten an den Strand, das ist total vernünftig und alle Kanonen sind oben im Spiel. Alter, da hat er einen von der UDIS. Und nochmal schön den Clip rausrotzen. Ja. Ah, noch eine gekriegt, nochmal UDIS. Und somit schon gut knapp die Hälfte an HPs verloren. Ärgerlich. Aber wir schauen mal, wie er sich sonst so weiter schlägt. Der Nachfolger oder der 10er von dieser Serie ist ja der T57 Heavy. Den fahre ich eigentlich ganz gerne. Bei dem 9er weiß ich jetzt gar nicht, wer ist denn das, Mensch. Also ich, der 8er, der, ich hatte mich eigentlich auf diesen T69 echt gefreut, aber ich kam mit dem irgendwie so gar nicht zurecht. Hab den auch wirklich nur schnell durchgespielt, den 9er. Da habe ich auch viel freie Erfahrung reingepackt und habe und dann auf den T57. Der ist ganz ordentlich, hat ab und zu mal einen Abpraller und da kann man dann auch mal mit dem Clip ganz gut austeilen. Mag ja sein, dass der 69er mittlerweile wieder ein bisschen besser ist. So, gegnerische EBR ist schon da flöten gegangen. So, hier kann man das nochmal ganz, ganz gut sehen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass eben die Panzer hier oben auf dieses Plateau gehören, am Strand. Wenn es eine gute Truppe ist, ja, kann man, muss man nicht. Ihr müsst mal darauf achten, IS-3, gut, ist halt nur der 8er, in Anführungszeichen. Aber die müssen ja hier den Gang hoch, die Schräge hoch. Spätestens, wenn sie dann hier an diesem Kuppelbereich, sie können gar nicht wirken. Nicht, sie können nicht wirklich ja, Druck ausüben und können hier, wenn der Leo oder T44 hier zurückfährt. Die Arti müsste abhauen und dann kann man die da oben ganz gut bekämpfen, ohne dass man sich großer Gefahr ausgibt. Alles gut. Ich würde sagen, das ist, hält sich ungefähr die Waage. Also ich habe jedes zweite Gefecht, da läuft das eigentlich sehr gut. In aller Regel werden die auch gewonnen. Und ja, ein Strand, da kann man die Uhr nachstellen, die sind meistens die ersten, die weg sind. Ja, auch hier der WZ unten, eigentlich ein guter Panzer. Ich meine, ich Gott sei Dank nur Tier 8er, wenn da jetzt der 9er, ja, wer sollte es sein? Schön, Standard B rausgekloppt. Einwandfrei. Immer noch 724 HP, Reststruktur.
kann auch rein theoretisch, hat genug Backup, also kann da einiges bewirken. Der Löwe da in diese Senke fährt, weiß ich nicht. Ja. Was man natürlich hier auch gut sehen kann, dadurch, dass eben, oh, Bad-Chat, da eben, muss ich nochmal, die gegnerische Flanke, ja, also 50 TP, ja, weiß ich nicht, ob man auf dieser Ebene, kann man schon einiges bewirken, aber WZ, IS-3, man stelle sich vor, sie hätten jetzt hier mit gestanden, dann wäre der Widerstand hier größer gewesen, dann hätte man hier ein bisschen mehr, ja, Tumult gehabt, aber es wäre, glaube ich, ausgeglichener. Jetzt fahren die runter und können ein, zwei Minuten überhaupt gar nicht wirken, kommen hier hoch und ja, was sollen sie denn da machen? Da können sie ein bisschen aufspotten, darauf hoffen, dass ihre Teammates hier einwirken können, aber ansonsten, wenn die Arti ist rübergerutscht auf den Nuller, sie kann hier wunderbar reinschießen, sie kann hier wunderbar reinschießen. Und ja, von daher denke ich, ist es, dieser Strand ist doof. Kann gut funktionieren, wenn es schnelle Heavys sind, dann kann man da im eingespielten Team, also als Zug oder wenn man weiß, was man tut, kann man da was machen. Meistens ist das nicht der Fall. So, M53 zerstört IS-3. Ja, wie gesagt, das ist dann halt so. So, jetzt haben wir da ein WZ, ein Skorpion. Feini. So, und jetzt geht hier hinten und schon steht es 6-6. Schaden, 360 abgehalten, sieht schon ganz gut aus bis jetzt. Oh, ja. Ja, da... Ja, gut, nachladen. Ja, das war relativ mutig von dem Löwen, da in dieser Senke zu stehen. Ist kaum Unterstützung möglich. Aber bis jetzt hat er sich da ja ganz gut geschlagen. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt ist es relativ gut ausgeglichen. Bei uns noch 1, 2, 3, 9er Gegnerseite, ebenfalls 3, 9er und 2, 8er. Zack. Okay. Ein 9er im eigenen Team weniger. Ja, der Bad-Chat, der wird sicherlich noch da irgendwie bei Heinrich Julius 0 stehen, der ein bisschen getuned ist, dann hat er einen ganz guten Tarnwert und auch hier auf der Map, wenn man, na, irgendeiner macht da Licht, oh, aus der Hüfte geschossen, schön. Ja, ja, Dora, ah, und schon Arti wieder. Elf, elf, ja. 2-9er, 2-8er gegen 3-9er, 1-8er. Ah, und die Adi schlägt schon wieder ein. Oh, oh. Ja, gefährlichster Jagdtiger im Gegnerteam.
denke, Bodo macht das hier wieder mal genau richtig. Will versuchen, irgendwie den Bet-Chat aufzumachen. Der mit Sicherheit hier irgendwo steht. Oder hier bis vor ein paar Sekunden noch gestanden hat. Ja, schöne Schützenhilfe vom STRV S1. Für den ist diese Ecke hier ideal. Ihr seht selber, er kann hier richtig gut stehen, seine Kanone richtig gut einsetzen. Ideal. So, wo ist der kleine Kacker? Abgehauen. Ja, das sind dann auch die Momente, wo man ganz klar sagen muss, da muss man dann, wenn man etwas erfahren ist, guckst du. So, und da er da reingefahren ist, sieht er selber noch nichts. Oh. Hau ab, hau ab. Ach, Glück gehabt. Und Arti schlägt auch ein. Jawohl, STRV hat ihn auch ein mitgegeben. Und so wird aus fast Full HP nur noch 186 Reststruktur. Und er nimmt ihn raus. Sehr schön, sehr schön. 12-11. STG kann ich nicht so sagen. Ich habe den erst einmal im Gegnerteam bekämpft. Das war mit der Arti. Jagdtiger, das wird noch ein Standard B, nur noch 152 Reststruktur. Gut, STRV noch gut voll, aber ja, so richtig glücklich macht das nicht. Die Arti, finde ich, hat hier ganz gut mitgespielt und wird ja auch belohnt. 4 Kills, gegnerische Arti ebenfalls 3 Kills. Das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Full HP STG, wie gesagt, ich kann darüber nichts sagen. Panzerung nicht geschlagen, ja. Oh, weg. Arti, Arti, Arti. Wird gleich einschlagen, oder? Jagdtiger. Was hat der denn an HP? Ich habe es nicht so genau gesehen. Der war, glaube ich, auch noch fast voll. Ja. 1800. Ja, komm, lad nach. Jawohl. Ach. Jawohl, 241, schön. Ja. Und Arti macht den Platz. 5. Kill für die M53. Sehr schön, sehr schön. Das war die Sache mit dem Standard B, 13-12. Oh, die Schräge, da kann die Arti natürlich auch ganz gut wirken. Und mit seinen 172 Restdruck. Ja, wollte gerade sagen, du bist doch noch offen oder wieder auf. Ja, die Arti ist gut. Kann man nicht anders sagen. Macht der STRV, wo will er hin? Oh. Ah. Ja, der S1 will sich entweder in Position bringen oder hat eine Position und findet nur keine Möglichkeit zu schießen, oder ich kann es nicht so erkennen. Ach so, Haus davor. Ja. Ja, sauber. 6 Gehill. Wohlverdient. Alles richtig gemacht. So, jetzt bleibt nur noch die Arti. Hey.
Ja, das sind dann die Spiele, die einen dann doch, ja, zum Weiterspielen animieren. Gewonnen mit Hirn, so ist es. So, wo ist die kleine Rate hingelaufen? Genau, die SCSV war ja, ist da ja schon einmal lang gefahren. Wird da irgendwo sein. 2 Minuten, hey, wir könnten auch ins Cap fahren, falls die sich komplett verpieselt hat. Genau, M53 macht das. Also schön, schönes Spiel von der Arti, finde ich. Verlegt, gute Schüsse zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Von daher 6 Kills. Alles gut. Ja, lass sie zur Not leben. Ich glaube, die wird sich ja, die wird schon bei Anton Bertha 4-5 könnte sie sein. Aber hey, fährt einer raus? Nein, wäre Herr Humbug. Und Sieg. Ja, alles richtig gemacht. Ich will mal gucken, wenn ich jetzt hier noch die Gefechtsergebnisse auf die Schnelle kriege. Ansonsten lassen wir die heute mal weg. Toll Spiel, Bruder. Einwandfrei. Schönes Teamspiel. Alles richtig gemacht. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Hat es euch nicht gefallen, ein Dislike. Der ein oder andere Kommentar, da würden wir uns drüber freuen. Abo, hey, das wäre super klasse. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Terrorzberg. Bis dann. Tschüss.